Und willkommen zur ersten Folge Olivers PC. Ich hatte schon vor einiger und nochmal einiger langer Zeit mal vor, ja, so eine kleine Serie zu machen, die sich ja um meinen PC dreht, da ich ja immer mal gerne dran ein bisschen rumbastel, viel ausprobiere, hier und da mal das Gehäuse wechsle, die Kühlung wechsle und so weiter. Und ja, jetzt habe ich mich mal überwunden, habe die erste Folge jetzt hier im Kasten sozusagen und ja, ich habe wieder ein neues Projekt am Start. Man sieht jetzt im Bild mein aktueller PC, der ist schön im MIDI Tower, der ist schön gedämmt, der ist schön auf leisen Betrieb gestellt. Ich weiß jetzt gar nicht, inwiefern man jetzt die Lüfter hört, weil ich habe das Seitenteil hier abgenommen, das ist ja auch gedämmt und da die Lüfter auch momentan nicht mit einer Lüftersteuerung so wirklich laufen, aber ich habe die momentan am Mainboard nur angeschlossen. Das ist so eine eher provisorische Lösung. Ich lasse sie ja eigentlich normalerweise immer schön leise geregelt laufen. Und ja, selber im Mainboard, im BIOS oder UEFI, wie es ja jetzt ist, da habe ich mich noch nicht so ganz damit abgefunden. Oder ich habe noch gar nicht danach geguckt, wie man die Lüfter ja da auch irgendwie steuern kann. Aber nun gut, das ist ja nur so eine Nebensache. Ja, ich habe mal wieder ein neues Projekt, was ich jetzt im nächsten Monat oder die nächsten, ja, 1, 2 Monate in Angriff nehmen möchte. Und zwar möchte ich wieder in den Big Tower. Was heißt wieder? Ich war ja schon oder davor, bevor ich hier in den MIDI Tower bin. Das ist übrigens das NCXT, das H440. Ist, was für meinen Geschmack angeht, eigentlich bis jetzt das perfekteste Gehäuse, das ich jemals hatte. Also es ist wirklich schwer, das zu überbieten. Ich habe da nämlich schon oft immer mal geguckt, boah, mal wieder Lust auf neues Gehäuse, aber es gibt irgendwie nichts Geileres als dieses Gehäuse, ich weiß nicht. Deswegen bin ich da immer noch drin. Aber ja, ich möchte wieder in den Big Tower. Davor hatte ich den Corsair, das Obsidian 800D. Das ist ja ein richtiger Wummer, ne? Die Obsidian-Dinger. Man kennt sie auch, das 900D. Das ist ja nochmal eine Ecke größer. Unfassbar eigentlich, aber. Ja, ich möchte diesmal in das 750D von Corsair gehen. Das ist nicht ganz so übertrieben groß, bietet aber dennoch genug Platz für eine Wasserkühlung, weil ich möchte wieder auf Wasserkühlung, ich möchte den CPU wieder wasserkühlen. Den hatte ich davor ja auch im 800D wassergekühlt und dann auch erstmalig die Grafikkarte, den GPU. Da wird dann auch ein Upgrade kommen. Also, man sieht ja jetzt hier, die GTX 680, die wird dann ihren Dienst auch beenden. Den hat sie nämlich über die Jahre jetzt. Ich habe die jetzt, ja, ziemlich genau 3 Jahre. Wir haben es jetzt Januar, Mitte, Ende Januar. Ja, vor ziemlich genau 3 Jahren habe ich mir die gekauft. Da war das noch die aktuellste. Da war, das weiß ich noch, da war die. Die GTX 690, ne, die Dual-GPU, die stand da so vorm Release. Und die 680, das war dann damals noch die ja, beste Karte, das weiß ich noch. Und ja, die wird ihren Dienst beenden. Und die wird dann auch gegen eine aktuellere ausgetauscht, die dann auch, wie gesagt, wassergekühlt wird. Ich habe mir auch schon soweit natürlich Gedanken drüber gemacht, Komponenten und so. Ich habe da wirklich stundenlang verbracht. Es soll ja auch alles passen und so. Und da werden wir auch in den nächsten Folgen ein bisschen genauer drauf eingehen, auch auf mein aktuelles System hier, was denn da alles so verbaut ist, was ich mir da so vorstelle und so. Und wie dann auch natürlich das Neue aussehen wird. So grob hat man es ja schon gehört. Also, wie gesagt, es geht wieder in den Big Tower, in das nicht in das Obsidian, in das Corsair 750D. Mit CPU und GPU wassergekühlt. Da kommen auch zwei Radiatoren rein. Das werden zwei 240er. Also ich bleib auf der 120 mm Lüfterbasis, da ich ja auch eigentlich mal auf 140 wechseln wollte. Aber ich habe schon einen Radiator jetzt mit 120 oder für 120er Lüfter. Und da wollte ich jetzt nicht nochmal extra einen neuen dafür kaufen. Also bleibe ich auf dieser 120 mm Basis. Und ja, wir schwenken einfach mal kurz. Ich denke, man hat das hier genug gesehen. Auch momentan relativ wenig beleuchtet, da mir die Kaltlichtkathoden, die weißen, ja, leider durchgebrannt sind. Ne? Die haben, ja, nach 3 Jahren haben die ihren Dienst auch aufgegeben. Und ich begebe mich mal hier in Richtung meiner
ja, Komponenten, die ich noch von damals hatte. Das war nämlich so, ja, so ein Komplett-Set, kann man sagen, von EK Waterblocks. Also das wird auch die Marke sein, bei der ich bleiben werde. Und soweit hier die ganzen Komponenten sind ja auch schon vorhanden. Ich kann ja mal hier kurz durchgehen. Das ist die Pumpe hier, das ist die DCP 4.0. Die ist ausreichend, die bietet genug Power auch für zwei Radiatoren. Zumal im Vergleich zum Obsidian auch das Gehäuse ja der Innenraum ein bisschen kleiner ist, also was die Schlauchlängen und so angeht. Also das 4.0 bei der Pumpe, das steht ja für 4 Meter. Ich kenne den Begriff jetzt nicht, also ne, 4 Meter sollte das Ganze da nicht überstreiten. Ja, 240er Radiator ist von der alten Serie, den gibt es auch gar nicht mehr. Was ich hier besonders finde, ist, dass hier an der Rückseite noch so ein Anschluss ist. Den haben die neueren gar nicht mehr. Und das wird auch ein Kernpunkt sein, weil wenn ich den in die Front dann reinsetze, kann ich diesen Anschluss da oben nämlich sehr gut verwenden. Ja, hier der AGB, der wird weiterverwendet. Die Größe, die passt mir. Auch hier der Super Macy, der CPU-Block. Der wird auch wieder rein gebaut natürlich. Hier jetzt die Schrauben, da muss ich noch gucken, da habe ich auf jeden Fall noch mehr. Das sind ja die vernickelten, diese Anschlussschrauben. Da werden wahrscheinlich dann designtechnisch dann andere kommen, weil allzu teuer sind sie ja jetzt auch nicht. Weil ich möchte natürlich auch optisch natürlich wieder was Schönes hinzaubern. Und ich kann ja nochmal hier rumschwenken. Und ja, wie man das Gehäuse jetzt hier sieht, ja, schwarz-weiß würde ich dann doch schon wieder verwenden. Schauen wir mal, noch ist noch nicht alles endgültig entschieden. Und so als kleine erste Folge, ne, um die groben Pläne schon mal vorgetragen zu haben, sollte das, denke ich mal, genügen. Wir werden dann noch, ja, wie schon gesagt, mehr auf den aktuellen PC, auf die Hardware eingehen, auf die Komponenten, auf die Wasserkühlungskomponenten, die dann kommen werden oder alles, was dann halt Neues kommen wird. Es wird dann auch sehr bald dann schon die erste Bestellung abgeliefert oder ja, in Auftrag gegeben sozusagen. Und wenn die erste Lieferung dann gekommen ist, ich versuche das wirklich so alles so möglich in einer Lieferung abzugeben, dass ich da nicht so lange warten muss. Und ja, wenn dann der erste Stapel da ist sozusagen, das erste große Paket, dann wird es dann auch wieder ein Video natürlich dazu geben, wo wir uns das so alles ein bisschen angucken werden. Und dann, ja, war es das für die erste Folge Olivers PC. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns bei der zweiten Folge von Olivers PC.